Heute gehen wir zur Berufsstartermesse, die ist jedes Jahr hier in Goslar und auch was Lebens ist vertreten. Hier sind viele Unternehmen und viele junge Leute, die sich hier informieren. Wir haben ein Bildungszentrum und bieten den Beruf zur Pflegekraft, zur examinierten Pflegekraft an. Dauert 3 Jahre und jetzt gehen wir mal rein und schauen, wie das ist. Okay, was Lebens ist heute mit gleich 2 Bildungszentren hier vertreten. Einmal das Lebens Bildungszentrum Seesen und einmal das Bildungszentrum Harz in Goslar. Ich habe gerade meine Probezeit bestanden und ich bin zufrieden. Also es war eine relativ große Resonanz auf den Beruf. Also die Pflegeausbildung dauert 3 Jahre und danach kann man ganz viel Weiterbildungen machen. Man kann dann auch das Studium machen, ob nun Pflegepädagogik, Pflegewissenschaft oder eben auch Pflegemanagement. Wir konnten ja auch darstellen, dass Pflege ein sehr interessanter und abwechslungsreicher Beruf mit vielen Entfaltungsmöglichkeiten ist. Und aufgrund der Tatsache, dass wir mit der Australier Hochschule eine Kooperation haben, war es dann auch für die Abiturienten interessant zu wissen, dass sie auch bei uns ein duales Studium in der Pflege absolvieren können. Die Praxiseinsätze erfolgen bei uns im Klinikum in Goslar oder in Bad Harzburg oder bei unseren Kooperationspartnern in den Altenheimen oder auch in der psychiatrischen Pflege. Es stehen einem alle Türen offen. Pflege ist ein Beruf mit Zukunft. Die Ausbildung ist generalistisch und europaweit anerkannt. Das heißt, ich kann europaweit hinterher mit diesem Abschluss arbeiten. Hier selber am Bildungszentrum bilden zum Beispiel Praxisanleiter oder Fachkräfte für Leitungsaufgaben in der Pflege auch aus. Und ich habe eben auch die Möglichkeit, ein Studium aufzubauen. Und wir von Asklepios bieten eine Übernahmegarantie für unsere Schüler an. Das heißt, wer bei uns hier erfolgreich Ausbildung absolviert hat, kann hinterher im Asklepios-Konzern auch arbeiten. Medizin ohne Pflege funktioniert einfach nicht. Die Berufsstarterbörse AOK und Studienmesse findet hier jetzt inzwischen in der 7. Auflage im Goslarer Kreishaus statt, in Kooperation mit der Gesundheitskasse AOK und der Bundesagentur für Arbeit Braunschweig-Goslar. Und das ist ein Erfolgskonzept hier, was wir seit vielen Jahren sehen und immer wieder erweitern dürfen. Wir haben hier über 100 Aussteller, wir haben hier an 2 Tagen über 2000 Schüler der weiterführenden Schulen, die sich hier über Ausbildungs-, Arbeits- und Studienmöglichkeiten im Landkreis Goslar informieren können. Gerade in Zeiten des Fach- und Arbeitskräftemangels ist das natürlich ein wichtiges Instrument, um den jungen Menschen hier zu zeigen, hier bei uns kann man nicht nur toll leben, sondern auch richtig toll arbeiten. Viele junge Leute, viele interessante Stände, viele interessante Unternehmen, die viel zeigen. Und ich glaube, das ist eine gute Chance für unsere Region und für den erweiterten Kreis, einfach den jungen Leuten ein gutes Ausbildungsangebot mitzugeben.